Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Das ist mein erstes Video im Jahr 2021. In dem Sinne wünsche ich euch ein harmonisches, glückliches, friedliches und vor allem gesundes Jahr 2021. Das Jahr 2020 war ja ein sehr herausforderndes und intensives Jahr, vor allem was unsere Gesundheit und eine gewisse Freiheit betrifft. Ich wünsche mir für uns alle, zum Wohle aller Menschen, dass das Jahr 2021 ein Jahr der Aufklärung wird, im Zeichen von Wahrheit, Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Gesundheit hat ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun und ich bin nicht gewillt, die Verantwortung für meine Gesundheit an irgendwelche Institutionen oder Politiker abzugeben. In meinem letzten Video habe ich zwei Texte, einen von Arnold Ehret und einen von seinem Verleger, dem Fred S. Hirsch, vorgelesen. Und ich möchte noch mal ganz kurz die für mich wunderbare Essenz aus den Lehren von Arnold Ehret vorlesen. Diese standen in dem Text von Fred Hirsch. Wir haben festgestellt, dass es fast unumgänglich sowie auch wünschenswert ist, die folgenden Lehren zu verinnerlichen. Erstens, die Gesundheit hat drei Aspekte, Körper, Geist und Seele. Zweitens, die Natur allein hat die Macht der Heilung und keine andere Quelle besitzt diese Macht. Drittens, wenn man sich nicht mehr in spiritueller Harmonie befindet, unglücklich und unzufrieden ist, braucht man eine vollständige Wende der geistigen Einstellung. Und dann nennt er noch ein paar Faktoren, auf die ein wirklich gesundes Leben aufbaut. Und die waren schon vor 100 Jahren wichtig, also die Texte sind ja auch schon sehr alt. Und die sind heute aktueller denn je. Hohe ethische Prinzipien, spirituelle Bestrebungen, sinnvolle Arbeit, frische reine Luft, sauberes Wasser und eine passende Ernährung bilden die Superstruktur, auf dem das Leben aufbaut. Wer sich für die Texte interessiert, die findet ihr im Buch Gesunde Menschen, Band 2. Ich verlinke euch das Buch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Was erwartet euch in nächster Zeit hier auf diesem Kanal? Es gibt weiterhin Inspirationen zur Gesundheit und pflanzenbasierten Ernährungsweise, vor allem eben Rohkost und schleimfreie Heilkost. Es gibt auf alle Fälle auch demnächst ein Video über unsere neuen Mitbewohner aus Portugal und im Januar gibt es auf alle Fälle auch noch ein Video zur Bildungsfreiheit. Bildungsfreiheit, alternative Bildung ist auch ein Thema, mit dem ich mich schon seit einigen Jahren intensiver auseinandersetze und das werde ich dann auch ab und zu hier auf meinem YouTube-Kanal mit einbringen. Dieses Video möchte ich noch dafür nutzen, um euch auf einen interessanten Online-Kongress aufmerksam zu machen, in dem ich auch selbst mitgewirkt habe. Das ist der Internationale Gesundheitskongress und dieser Kongress, der basiert auf drei Säulen. Es geht um natürliche Gesundheit und Selbstheilung. Dein Körper kann viel mehr, als du denkst. Was vereinzelt als Wunder bezeichnet wird, könnte durchaus kontrollierbare Hintergründe haben. Öffne deine Gedankenwelt für ganz neue Ansichtsweisen und lass dich inspirieren von Experten wie Dr. Rüdiger Dahlke, Dr. Ingelfried Hobert, Ralf Brosius und vielen mehr. Die zweite Säule ist die körpergerechte Ernährung und Lebensweise. Totales Wohlbefinden, enorme Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Gönne deinem Körper endlich eine gerechte Ernährung und erlebe am eigenen Leib die positiven Auswirkungen auf dein gesamtes Leben. Unter dieser Rubrik findet ihr dann auch mein Video, welches am 12. Januar ausgestrahlt wird. Der Titel des Interviews lautet »Rohkost ist mehr als nur Essen«. Wir unterhalten uns unter anderem natürlich über die Rohkosternährung, pflanzenbasierte Ernährung, Wildpflanzen, Sprossen, schleimfreie Heilkost und vieles mehr. Dann spielt noch mentale Stabilität und Entwicklung in diesem Kongress eine wichtige Rolle. Ich bin so unsicher, ich habe Angst, mir fehlt der Halt. Nicht nur dein Körper, auch deine Seele muss gesund und deine Gedanken ausgeglichen sein. Hole dir jetzt das Mindset, das du hierzu brauchst und erweitere heute deinen Horizont von morgen mit Clemens Kubi, Dieter Lange, Stefanie Stahl und vielen weiteren. Innerhalb von 14 Tagen könnt ihr über 70 Sprecher und Sprecherinnen zu diesen Themen hören und euch wertvolle Inspirationen und Impulse herausziehen. Wenn ihr euch für diesen Online-Kongress interessiert, der natürlich kostenlos ist, dann könnt ihr euch da auch sofort anmelden. Ich setze euch den Link dazu unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im angepinnten Kommentar. Zum Schluss gibt es noch für euch den Trailer zu diesem internationalen Gesundheitskongress. Im internationalen Gesundheitskongress wird natürlich auch die Thematik Corona behandelt. Ihr könnt dazu unter anderem den Dr. Wodak hören. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald. Und jetzt folgt der Trailer.
Und dein Leben wird sich jetzt beginnen zu verändern. Wir könnten wirklich Wunder wirken, allein auf Ernährungsbasis, mit Pausen, Fasten. So sind wir gestartet. 14 Tage, die dein Leben für immer verändern. Hat eingeschlagen, wirklich wie eine Bombe, ist unvorstellbar. Also ist ja bei, du kannst irgendeine Demo dir angucken, egal wo. Das Online-Event des Jahres. Weil wenn man nicht die Ursache kennt, dann kann man eine Krankheit nur behandeln, aber nicht heilen. Über 65 weltweit anerkannte Experten. Teilen ihr Wissen über natürliche Gesundheit und Selbstheilung, mentale Stabilität und Entwicklung, körpergerechte Ernährung und Lebensweise. I'm talking about scientific backed data. Traditionelle Medizin, Meditation und Corona. Es ist unheimlich schwer, da die Wahrheit rauszufinden, wenn Sie lauter gesponserte Forschung haben. Nicht verpassen. Jetzt kostenlos eintragen und am 11.01.2021 dabei sein. Internationaler Gesundheitskongress 2021.